gehe auch im Regen Zeitung austragen. Gibt's halt nasse Zeitungen. Aber wie gesagt, das ist mir Latte wie Hose. Wenn du was tun willst, dann gehst du halt bei jedem Wind und Wetter raus. Und dann hört Sascha dabei, Komet. Nö, also wenn ich, dann höre ich richtig heavy, also noch, oh geil, ihr könnt ja fliegen. Mir fiel mir jetzt gerade mal so ein mit Komet, weil es gerade im Radio läuft. Nee, ich höre, entweder höre ich dann Techno-Bass oder ich höre, ach, Manu, hilf mal kurz, Q-Dance. Ich habe da mir drei, die gehen ja 20 Minuten und 1,5 Stunden, wenn ich unterwegs bin, dröhne ich mir auf jeden Fall die Ohren voll. Und dann Muss wird jetzt aber mal gestrampelt. hinten auch so machen. Aber Durchschnittsgeschwindigkeit sind bei mir immer zwischen 15 und 20 km/h. Mit dem Fahrrad gleich zu erreichen. Also das, was ich habe. Aber dann auch die konstante Geschwindigkeit zu halten. Man könnte auch fast sagen, also hier in der Umgebung, wo ich ist, da gibt es eine Spargelrunde. Und die Spargelrunde, wer mit dem hier Fahrrad fährt, die hat es richtig in sich. Ich nehme die. Ja, genau. Aber ich nehme immer die Endshow. Die sind richtig geil. So, komm schon, Ampel. Siehst du? Tinker, das geht, wenn ich es anhob. Powerhower ist nice, ja. Ja, das stimmt. Powerhower, das könnte man auch mal wieder machen, wenn ich am Fliegen bin, so im Hintergrund, ne? Hallo Busfahrer. Also, wisst ihr, wenn ihr Spotify benutzen würdet, den Link, den ich da rein habe, oder ja, oder ihr einfach mal wollt, dass wir eben. Ich würde gerne auf dem Discord einen Reiter machen, Musik, ja? Für den nächsten Stream, haut da einfach mal rein, was ihr hören wollt. Wenn ihr eine Playlist habt, sogar für Spotify, kann man gerne wieder reinnehmen. Aber da kam in letzter Zeit so wenig und ich finde es Nächste halt. Haltestelle. Ernst-Kunzer Radplatz. Ich finde es halt sehr schade, weil ich halt gerade die Möglichkeit habe, das anbieten kann. Da will keiner mit. Okay, dann geht's weiter. Nächste Haltestelle. Da kann die Community vom Discord oder auch hier im Chat, ne, können dann da quasi da reingehen und einfach mal von YouTube die Links da rein posten, ne? Einfach nur, was Musik ist, was ihr hören wollt. Und dann lasse ich das Ganze ablaufen. Und ich habe auch kein Problem, wenn ihr sagt, hey, pass auf, es gibt ein Lied, ich hätte gern Schlager. Kommt ja zu euch gut, ne? Wenn ihr dann im Stream seid, oh, mir geht's gerade nicht gut, könnt man das Lied dann da abspielen, dann machen wir das einmal und gut ist. Ich wollte schon sagen, dann guckt, dass es ihr auch dann gut geht. Aber teilen. Allgemein ein bisschen was, gucken, dass man was bekommt, ne? Hallo. Moin Moin. Hallo. Ein Erwachsener, bitte. Ich glaube ich, dass du erwachsen bist. Justin, ich glaube, ich komme wieder mit Verspätung im Buhr Rathaus an. Na toll. So wie letztes Mal, ey. Bei mir scheint auch gerade die Sonne im Ding drin. Weil der Einzige, der sich momentan immer bemüht, Lieder zu wünschen, sind schon ein paar, aber das ist meistens der Daniel, Dorian, teilweise auch Manu, du, Justin. Ich?
Hast du ja auch schon mal was gesagt, dass du hier... Ich hab's irgendwo noch auf dem Video drauf, das weiß ich. Okay. Weiß ich gar nicht mehr. Schon. So, jetzt gehen wir mal die Aufholjagd. Nächste Haltestelle, Willy Brandt Allee. Juhu, morgen ist Bergfest. Bergfest wo? Ja, morgen, Mittwoch ist Bergfest. Hm. Sagte der Gaul. Nein. Also morgen müssen wir, muss ich unbedingt AC, also werde ich auf jeden Fall ACC fahren, ey. ...25 Minuten rennen und dann mal gucken, was dann noch so kommt. Dritter Weg. Ja, weil ich muss unbedingt trainieren. Am 11.11. ist nämlich auch Humas Rennen. Und da muss ich auch noch trainieren. Also die zwei... Da wird einiges abgehen. Ich freue mich schon auch schon drauf. Also... Letztens, wo ich das Video von einem Fridolf Setup gelesen habe oder auch... Boah, ich hab 30 Mal mir dieses Video angeguckt. Das noch nachts. Ging ja nur 3 Minuten oder 4 Minuten, aber 30 Mal auf jeden Fall. So, Achtung, kleine Meckernser. Ah, doch nicht. Da will schon wieder keiner mit. Aber, ja. Ich mache zu wenig dafür, also im Stream mache ich zu wenig, aber offscreen mache ich sehr viel dafür. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch dafür die passende Hardware zu finden, preislich gesehen ist auch nicht gerade so das Wahre, ey. Gerade vor allem, wenn du dann noch ein Modell-LKW hast, ne? Machen willst. Vor allem, wenn ich mal bei Chris endlich mal den Fuß reinbekommen würde mit den Donations Alert da, ja. Mein Gott, ja, das ist so eine Qual, ey. Weiß ich, benutze ehrlich den ganzen Kram extra noch für von Stream Elements, ja. Aber da musst du erstmal weiter vorankommen. Ja. Also auch gerade. Naja, ich steh bei YouTube kurz vor der 200, wo ich dann auch gerne mal ein Special machen würde. Und hier auch gerne mal die 500 für bei 500 Follower auch mal ein Special machen wird. Guten Tag. Guten Tag. Oder dass die Community uns einfach zusammensetzen, was ihr da haben wollt, ne? Also, zwei Specials würde ich raushauen, ey. Mal gucken. Weil das ist ja gerade das Faszinierende daran. Ich sehe so von so vielen YouTubern oder generell die Leute, wo streamen oder sich die Mühe machen, ein Special rauszubringen, ne? Oder ich finde es einfach krass, ne? Ich finde es einfach toll. Gerade auch der nächste Haltestelle. Mit Johannes LP, wie heißt der? Wie heißt der? Julian LP. Ich muss gleich mal meiner Kamera gerade mal hier stehen bleiben, dann kann ich mal kurz gucken, wie der heißt. Ist das ein Fahrgastunmächtig geworden? Was machst du denn für Sachen? Schaffst du den? Ich hab das jetzt erst geschnallt. Lass mir die Fahrgäste in Ruhe. Ich hab das jetzt erst geschnallt, jetzt war's vorbei. Sie steht kurz vorm Exitus. Eieiei. So, wie heißt der? Ah, genau, hier, der Julian Risser heißt der.
Handy, sag mir nichts. Bei deinem Fahrstil, der Kippensalum. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du recht. Jetzt muss ich auch noch auf die Tür achten, wenn mein Bruder Computer kriegt. Na super. ja, also wie gesagt, und was mir einfach halt richtig Spaß macht bei den ganzen Special, auch der Julian Risser, der hat ja, der ist im Kegelverein drin und der hat auch, nimmt auch quasi die Videos da auf, ne? Nächste Haltestelle, Hocken aus. Yep. Oh, hallo mein Kollege. Ich hab immer einen Solaris da. Soll ich mal eben in die Sendung mal gucken? Das ist der Löffel, ich weiß schon, ob er dafür da ist. So. Ja, spulen jetzt. Wir spulen einfach jetzt gerade mal 2 Minuten vor. Hat es was gebracht? Ja, hat er übernommen. So. Aber ich muss. Wie sind uns mal so ungültig? Muss ich verarschen? Dann ist er schon da, ha? Nee. Würde ich schon fast lachen. Nee. Ich hab gestern zu meinem Bruder ganz, ganz trocken gesagt, wenn ich den hochtage, klatsche ich nochmal in die Hände, um zu gucken, wie gut der verpackt ist. Der hat ja fast einen Herzinfarkt gekriegt. Hey, hey. Also wenn du das machst. Jetzt, ich bin das fertig, ist mir egal. Glaube ich dir. Ich sag, ich guck auch mal, wie gut der verpackt ist. Ich schmeiß den dann erstmal aus dem Fenster. So. Weißt du, was ich auch krass fand? Ich habe ja mir bei. Ich habe dieses YouTube Studio, was du ja für den Creator der Sportler hast, habe ich mir ja runtergeladen, ne? Aufs Handy. Und ich habe ja auch gestern gesehen, dass Nathalie LP. Am Fettingkotten. Ja, vielleicht die nächste. Bei Nathalie LP hat er mir ja da kommentiert. Wollte ich antworten. Schreibt drüber, was macht YouTube Studio, die App, registriert es gar nicht. Geil. Jetzt ist halt für mich die Frage, hat es für sie was gebracht? Weil das wäre nämlich für mich auch sehr hilfreich, weil ich habe ja nicht nur meine Einstellung, sondern auch vom Johannes die Einstellung genommen, dass es halt so flüssig wird. Weil bei mir ist halt so der Vorteil, ich habe halt hier dieses den Trigger dazu. Und das meiste läuft ja quasi auch recht flüssig, ne? Oh, warum kommt jetzt hier alles auf DHL Express in der Verfolgung? Willst du mich jetzt hier verarschen? Keine Ahnung. Alter, 0034 0 4 3 4 1 2 1 2 0 3 5 0 5 8 9 10. Jetzt hat er's geschnallt. Sehr schön. So. Aber ich immer meckern muss hier. Ach, noch 10 Stops, dann ist er da. 10 Stops, wow. Ach komm, lass uns mal rollen. Nächste Haltestelle, Schloss Erge. So, wir dürfen gleich grün bekommen, ne? Jawohl, ich hab's doch geahnt. Da will ich auch mal hingehen, Schloss Berge. Einfach mal ein bisschen was für die Kultur. Kulturnarischen Geister mal was machen. So. Was da? Perfekt.
Normalerweise wird mir jetzt draußen irgendwas. Nächste Haltestelle. Keine Ahnung. Scharenweg. Wie viel Grad müssten wir jetzt draußen haben? Keine Ahnung. Ich habe mein Tablet am Laden, sonst könnte ich mal drauf gucken. Weil die Anzeige hier, die stimmt auch nicht. Sagen, warum bremst der Bus denn von alleine? Haben sie Retarder aktiviert? Ha, dann hab ich hier drüber. Hör das Rätschen, ja. Yeah. Ich hab den auf den Plus- und Minus-Tasten von meinem Lenkrad belegt. Also, okay. Bist du stärker, minus wieder runter. Hm. Glaub ich dann. Ich hab an Lenkrad so einen roten, so, ja, so einen roten Knopf, den kann ich halt links und rechts drehen. Mhm. Mit einem Eingabeknopf, da könnte ich das rein theoretisch auch drauf machen, aber finde ich doof. Okay. Vor allem, weil der Stufenweise ist. Eine Tageskarte für das Gebiet, danke sehr. Guten Morgen allerseits. Alter, wenn ich die Stimme schon wieder höre. Eine Busfahrt bitte, zum ermäßigten Tarif. Ja. Ich danke Ihnen, guter Mann. Immer diese schöne Begrüßung. Guten Morgen allerseits. Boah, da könnte ich ab einer gewissen Uhrzeit könnte ich da schon reinhauen. Wenn die da schon so früh anfangen. Hören Sie mal, gnädige Frau, können Sie Ihre Organe ein bisschen runterschrauben? Wir haben. Schreibt die einen immer so an? Nein, also sie hat. Also schreien tut sie nicht. Sie erhöht nur ihre. Schreibt mich immer voll an. Sie erhöht nur ihre Stimme. So. Wir holen diesmal ein bisschen weiter aus. Ich mal die scheiß Webseite aktualisieren. Weil, so. Aber er steht immer noch, wo er steht. Das ist schon mal gut. Kann auch stehen bleiben. Oh, langsam. Mann, das Gaspedal hat's aber eilig heute. So, dann haben wir nämlich auch die Endhaltestelle angefahren. Gucken wir, ob wir auch eine bessere Bewertung heute bekommen. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich keine 100% Bewertung mehr bekomme, ey. Bei manchen Strecken. Ja, ich hab doch... Meine Freundin letztens so, wo wir von ihr weggefahren sind mit dem Bus, ne? Man merke, wir sind mit dem Bus Richtung zu ihrer Arbeit gefahren. Mhm. Und also der ist so scheiße gefahren, wirklich, der ist, also mit rücksichtsvoll hat es gar nichts mit zu tun, ey. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Weil ich kann, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber als ob die ja wirklich keinen Bock mehr auf den Beruf da hätten, ey. Ich weiß ja nicht mal, was der Grund dafür war, ne? Also wie gesagt, aber ich kann das doch nicht irgendwie aus den anderen Fahrgästen auslassen. Das siehst du doch. Naja. Aber Justin, auch in dieser Folge danke ich dir, dass du dabei warst. Jo, hat mir sehr gut gefallen. Und meine Lieben, wir sehen uns gleich dann wieder in der nächsten Folge bei dem Halloween-Event. Und dann bin ich mal gespannt, wohin uns das... Welche Linie wir dann nochmal fahren dürfen. Wenn es euch das Ganze gefällt, wie gesagt, dann dürft ihr mir auch gerne einen Daumen da lassen. Kommentieren, abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.